Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot Part Nummer 28. Ja, im letzten Part haben wir das EX Level 7 geschafft und haben auch noch uns einen seltenen Sieger geholt, der wirklich schwer zu finden ist und man nicht unbedingt direkt darauf hingewiesen wird, sage ich einfach mal. Und dann geht es heute endlich in die nächste Welt. Die haben wir uns zwar schon ganz kurz angeguckt, aber halt, ja, weil wir ja ungewollt dahin gegangen sind. Mit der komischen Musik hier auch, genau. Orbitaloffensive. Und das Bild ist ein bisschen interessant, weil das vermutlich irgendeinen neuen Charakter zeigt, irgendwie. Sieht in erster Linie aus wie ein komischer Geist mit Bart, aber gucken wir einfach mal. Könnte auch ein Boohoo sein in dem Sinne, aber ja. Ein Boohoo bei Kirby ist natürlich so eine Sache für sich. So, ich hatte mal meinen... Ah. Oh, es geht sogar noch storymäßig weiter. Ich hoffe, das bleibt scharf. Oder es... Eieiei, sieht eher aus, als wäre hier irgendwas ab... Ach so, stimmt ja. Ja, das ist wohl das riesige, runde Raumschiff. Und das ist ja hier abgestürzt. Und das sind halt diese, ja, die zerstörten Träger, sage ich mal. Und da läuft auch noch so eine Flüssigkeit raus hier. Okay. Auf jeden Fall die Stimmung hier nicht unbedingt jetzt gerade gut, sage ich mal. Eieiei, das sieht bestimmt in 3D auch wieder schön aus. Gut, dann gehen wir da einfach mal direkt rein. Und Kirby fragt sich schon, ja. Will eigentlich gar nicht rein. Aber wir müssen. Oh, schließt sich sogar. Schnell, Kirby. Schneller. Ui, da merkt man erstmal, wie riesig es ist, wenn Kirby da ganz, als ganz kleiner Punkt da reinfliegt. Aber gut, wenn das auf der Oberwelt-Map so riesig ist, dann soll das ja wirklich klar sein. Dann bin ich ja mal gespannt. Ah, okay, diese... Ist ja Haltmann-Musik, gell? Nur halt in, ja, in schneller, in schöner. Zumindest hört sich, wo das erste Level ist von der neuen Welt, hört sich eigentlich jetzt schon wieder nach Finale an. Aber das war ja bei Triple Deluxe ja auch so, gell? Da oben was? Ah, und da hat man sogar noch ein bisschen, ja, die Green-Green-Musik dabei. Ja, das ist das Bild, was wir gesehen haben. Oh, was hat er geschossen? Oh, ah, okay. Alles klar. Aber ich glaube, wir werden wohl Elektro vielleicht brauchen, deswegen ich behalte es einfach mal, bevor ich gar keine Fähigkeit habe. Okay, ist vielleicht sogar das der Haltmann? Weil irgendwo muss ja... Ich nehme Psycho. Irgendwo muss ja... ja, irgendjemand muss es ja sein und die Susi hat ja oft von einem Haltmann gesprochen, deswegen ja, kann es wohl sein, dass er damit gemeint ist. Ja, okay, das ist sozusagen die Vorhalle. Wo ist der Empfang? Na, da haben wir Amok oder halt hier Destruction, Zerstörung, wie auch immer. Und, ja gut, man merkt schon, das ist so gesehen dann die, ja, erstmal die Verteidigungsgruppe. Wobei ich mir natürlich frage, was Waddle Doo hier macht, gell? Ach ja. Ich meine, ich muss ja immer noch dazu sagen, auch wenn es hier vielleicht jetzt langsam ein bisschen ans Ernste geht, ja bei Kirby, habe ich ja trotzdem wieder Spaß, was das generell angeht. Okay, also ich warte hier im Prinzip einfach nur, bis sie alle runterfallen. Ganz gemütlich, okay. Aber natürlich trotzdem gucken, dass man nichts verpasst. Gerade weil man halt dann eher auf die Gegner guckt, als auf irgendwas anderes. Ist ja nämlich meistens sowas so der Fall. Ah, hier kommt ein Zwischenboss, okay, alles klar. Dann mal her hier mit dem Item. Bin ich mal gespannt. Ninja und Stein. Ich bleib mal bei Psycho. Oh, Security-Drohne. Oh, die hat sogar HP-Anzeigen. Warte mal, ich muss erstmal lesen hier. Was geht ab? Nee, hä? Ich krieg gerade keine Info von dem. Okay, Psycho. Der kämpft ein bisschen wie... Ja, der hat HP-Anzeigen. Interessant. Oh. Generell sollte ich vielleicht mal gucken, was er sonst so kann. Okay, er schätzt Minen hin. Er hat ein bisschen was. Also er sieht aus wie ein Chat. Oh. Und er scheint so ein bisschen gefährlich zu sein. Oh, er drückt auf eine Selbstzerstörung. Wow. Wow. Okay, gut, dass ich richtig gesessen habe.
Bleibt das Feuer? Nee, okay. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass hier nochmal was geboten wird. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, gut, da kommt jetzt eigentlich auch so ein Zwischengegner, aber es ist direkt neuer gewesen. Sehr schön. Aber wir müssen hier natürlich noch Sachen finden, deswegen bin ich jetzt schon wieder am Überlegen, ob ich nicht schon wieder was vergessen habe. Immerhin kriegen wir ja zwischendurch was zu essen. Okay, da oben. Das ist natürlich einfach, alles klar. Dankeschön, das war auf jeden Fall geschenkt. Ich meine, wenn man halt Sachen offensichtlich sieht, dann ist es natürlich immer schön. Aber das ist ja bei dem Game auch bewusst so gemacht, dass man zwischendurch schon mal einen einfachen Block hat, damit man... Okay. Damit man halt auch normale Spieler noch ans Vorankommen bringt. Man muss ja Blöcke sammeln, damit man zum Boss kommt. Ist da unten irgendwas? Nee. Aber wir kommen auf jeden Fall in den Hintergrund. Und hier ist dann aber auch nichts, gell? Das ist nur die Stufe, okay. Ich hoffe halt nicht, dass irgendwie auch im Hintergrund die... ja, wohl eher nicht. Dass die Stecker da irgendwas zu bedeuten haben. So, und okay, wir können den Schuss auch noch abwehren. Ich hoffe halt wirklich, dass irgendwo unten nicht irgendwas versteckt ist. Aber ich denke mal, wenn es nicht scrollt, dann passiert da halt auch nichts. Na ihr? Na, okay, nehmen wir mal mit. Wobei natürlich immer so die Sache ist, dass man hier dadurch dann leicht was verpassen kann, wenn man hier durch die Gegend rennt. Man kennt es ja. Okay, aber scheint wohl hoffentlich nichts gewesen zu sein. Wenn nicht, muss ich halt nochmal rein. Na, Chili, alles klar. Also momentan ist es ja noch relativ linear. Das war's. Ich hoffe mal, dass es dieselbe Drohne war, weil sonst wäre es jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn man da deswegen was verpasst hat. Aber es hat auch nur Security-Drohne dran gestanden, wie ich gerade kurz gesehen habe. Deswegen, ja. Also entweder gibt es von dem Typen nur einen mit ganz vielen Bildern oder das hier sind zwei Bilder. Also zwei verschiedene, wobei, nee, ist derselbe Typ, gell? Oder? Ah nee, der hockt da auf seinem Stuhl wieder. Ich habe mir gerade gedacht, dass er so einen größeren Umhang oder sowas an hätte. Okay, ich sehe schon. Richtiger Schalter drücken. Wobei, ist eigentlich egal, ich drücke sowieso alle drei. Man würde ja eigentlich denken Mitte, aber ja komm, wir machen einfach mal hier rechts. Oder ist das egal? Nee, yeah, das hätte ja eigentlich gepasst. Ich mach trotzdem alles auf. Ich habe kein Problem damit. Ich bin doch der Psychomeister. Psychomeister Kirby. Der sich dann von solchen einfachen Gegnern nicht abschrecken lässt. Natürlich ist nur die Frage, wir sind jetzt beim zweiten Block, wo halt noch der Glücksbringer versteckt ist. Aber der kann ja auch manchmal zum Schluss, oder hier vielleicht? Oder oben? Oh, okay. Dann ist er vielleicht hier. Ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass er hier wäre, weil das ist ein relativ gutes Versteck. Und irgendwas... Ach, soll das ein Kronleuchter sein, der runtergefallen ist? Oder wie soll man sich das vorstellen? Aber sonst gibt es ja nichts. Übrigens fällt mir jetzt erst auf, dass hier soll hier eine Blume an, also zeigen. Das ist wie so... Kabel sind, die raushängen und dann halt leuchten. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt hier nur für das Leben war, aber... Na komm, geht jetzt rein. Aber, okay. Da hätte ich jetzt eigentlich den Glücksbringer erwartet, aber vielleicht, ja, habe ich ihn jetzt trotzdem übersehen. Ich weiß es nicht. Oh. Na, komm her. Ihr wisst ja, ich bin ja Bogenfan. Ist hier irgendwas? Nee. Und hier unten ist auch nichts. Okay, alles klar. Na du? Ich bin ein bisschen schneller als du. Robin Hood lässt grüßen. Das ist jetzt echt die Frage. Also, wie gesagt, gut, wir haben ja noch einen Block vor uns. So ist es nicht, dass der Park gleich vorbei ist, aber... Okay, wir haben einen oben und einen unten. Ist das egal? Okay, oben kommen wir in den Zwischenraum und unten gehen wir weiter. Deswegen gehe ich erstmal oben rein. Dass wir hier nichts verpassen. Ah, hier ist ja wieder... Muss man dann gucken, dass da nichts versteckt ist. Okay. Ah, das ist dann schon gedacht, dass man halt so Zwischenstufen hat. Okay. Na, Achtung. Und deswegen mag ich auch den Bogen, weil man halt so zielen kann. Okay, haben wir einen Zwischensticker. Den holen wir uns dann einfach mal. Alles klar. Und ansonsten wäre alles dasselbe gewesen. Okay. Also man muss schon ein bisschen sozusagen vorausschauen, damit man... Ja, damit man das halt macht. Okay, in der oben müssen wir auch mal unten reinkommen. Und hier unten ist auch noch was. Seht ihr? Das meine ich. Ah, da ist er doch. Okay, alles klar.
Sehr gut, dann bin ich schon wieder froh, weil ihr wisst ja, wenn ich den Glücksbringer habe, dann bin ich eigentlich schon zuversichtlich, dass wir alles finden. Und hier können wir dann von nach oben. Okay, alles klar, so ist es gedacht gewesen. Sehr schön. Die Musik ist einfach immer noch toll. Ich höre die so im Hintergrund. Na? Weg mit dir. Also müssen wir jetzt halt noch den Robo-Block, den Robo-Block suchen, der hier irgendwo wohl doch wohl noch versteckt sein wird. Dann mal unseren Peitschenmeister. Und da ist schon das Ziel. Jetzt nochmal Security Drone, okay. Dann im Hintergrund mich einer nervt. Ui, Achtung. Zumindest kann man jetzt durch die Drohnen mal sehen, wie viel Schaden man generell macht. Also mein Schuss macht 473. Und wenn er ein Schutzschild hat, dann macht er sogar weniger Schaden. Ist der aggro? Ne, der macht nur was anderes. Na, verdammt. Hintergrund. Na, lass mich mal hier weg. Stimmt, ich kann mich auch noch schützen. Das darf ich nicht vergessen. Ja? Das ist ja der Vorteil vom... Na, ja gut, es ist ein bisschen schwierig, sich ruhig stehen zu bleiben zum Aufladen, gell? Vor allem, wenn da im Hintergrund noch einer rumballert, gell? Achtung. Also ein bisschen kämpft er schon wie Meta Knight, muss man dazu sagen. Das wollte ich eigentlich bei der ersten Runde sagen. Na, ich weich mal aus. Gott, ey. Also wenn das hier, da müssen nur 10 Drohnen hintereinander kommen und ich habe ein Problem, oder was, ne? Ja, komm, drück mal wieder auf den Schalter. So, aber... Ah, da ist rechts noch ein Schalter. Okay, also dann dürfte da wohl der Block versteckt sein. Ist natürlich auch schön, wenn er dann so aufleuchtet. So, aber was... Achso, da oben. Da oben. Okay, alles klar. Okay, gut. Ist auf jeden Fall schön, wenn man halt hier jetzt eigentlich relativ gut Sachen sieht, sag ich mal. Und da haben wir den Block. Sehr schön. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall ein guter Auftakt. Dass man halt so langsam merkt, dass es zum Finale geht, oder zumindest halt, dass wir in der letzten Welt sind. Dass die jetzt nicht spaßen, sondern halt wirklich mit allem kommen, was sie haben. Ja, viel zu früh gedrückt. Aber nicht so wild, ihr wisst ja. Ich bin immer wieder dabei, hier ein paar Sticker zu kaufen. Sollte ja kein Problem sein. Und dadurch, dass ich es hier von Anfang an gemacht habe, sollte ich eigentlich schon ja, früher alles zusammenkriegen. Hoffentlich, sage ich mal. Na, lass uns auf jeden Fall nicht so viele Doppelte haben. Okay, der im Manga. Epischer Wadde, die Assistent. Und hier haben wir die Haltmann-OHG-Logo. Okay. Ja, das dürfte schon der Haltmann sein. Also ich gehe da schon davon aus. Wobei ja, sucht sich auch noch irgendwas von einem... Wieso geht es nach rechts? Ich dachte, es ging nach links. Hä, warum... Ach so, es geht nach oben. Ich dachte, ach so, das hier ist dann, dass man wieder zurück in die Welt 1 kommt. Okay, alles klar. Ich war gerade voll verwirrt, warum es nach oben geht. Aber gut, okay. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Sticker. Was ich sagen wollte, Susi hatte noch von irgendeiner Mutter irgendwas gesprochen. Muttercomputer war das doch, gell? Dass er noch nicht so perfekt laufen wird oder sowas. Also werden wir wohl noch mindestens 2 Charaktere richtig treffen. Okay, ist ja Morgenstern, haben wir schon. Ich hätte auch gerne generell mal ein bisschen, also grob durchzählen sollen, wie viele Sticker mir generell noch fehlen, aber 200 sind das wohl Minimum, deswegen soll das kein Problem sein. Meta-Knight-Zahnrad, sehr schön. Na. Solange wir ich muss echt so sagen, wenn wir 5 Sachen kaufen und mindestens ein neues bekommen, ist eigentlich schon von Vorteil, weil dann hat man nämlich auch einen Fortschritt und das hat sich dann auch gelohnt, halt sie zu kaufen. Weil wie gesagt, ich könnte natürlich auch offscreen die ganze Zeit irgendwelche Level machen und die Sticker so sammeln. Aber dann bekommt ihr ja nicht mit, wann ich die bekomme. Oder was ich bekomme. Und deswegen mache ich das halt lieber so. Na, warum nicht noch ein neues? Komm, komm. Nee. Also hier geizen sie wirklich so ein bisschen. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Planet Robot sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.